Was geht ab, Leute? Heute gibt es eine neue Reaction von mir und zwar auf den Kanal Mentale Zuflucht, Dinge, die es nur in Japan gibt. Und da ich Ende des Jahres sowieso nach Japan fliegen will, denke ich mir so, hey, mache ich mal eine Reaction auf dieses Video, was echt geil geworden ist, weil Japan hat Sachen, die es nirgendwo anders in der Welt gibt. Und ja, lasst uns das Video gemeinsam genießen. Viel Spaß! Hallo zusammen. Japan ist ein bewundernswertes und faszinierendes Land. Dort gibt es viel Verlockendes sowie Mysteriöses und manche Dinge, die zum japanischen Alltag gehören, scheinen aus der Sicht der restlichen Welt total verrückt zu sein. Und das ist auch nur einer der Gründe, warum ich Ende des Jahres endlich mal nach Japan fliegen will. Gebt doch einen Vlog dazu, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr keinen Bock habt, kommt er trotzdem. Doch genau dafür ist Japan so beliebt. Also, unser heutiges Video handelt von Dingen, die nur dort zu finden sind. Lasst uns loslegen. Durchsichtige Cola. Ah, die habe ich schon gesehen. Ey, das ist richtig geil. Die haben ein richtiges Forscherteam rangesetzt, um diese Cola durchsichtig zu machen. Hat sie im westlichen Markt leider nicht durchgesetzt, weil Menschen Gewohnheitstiere sind. Finde ich echt schade. Ich hätte echt Bock, weiße Cola zu trinken. Warum? Die schmeckt wie normale Cola, aber sie ist einfach weiß. Einfach was Neues auszuprobieren. Aber alle anderen Menschen im westlichen Markt so, nee, die ist weiß, die muss schwarz sein, sonst ist sie scheiße. Ja. Rassismus gegen Cola. Wir alle sind daran gewöhnt, wie Coca-Cola, dieses goldig-braune Erfrischungsgetränk mit Kohlensäure, aussieht. Man kann sagen, es ist ein Klassiker. Aber in Japan steht man auf Experimente und die populäre Limo ist davon nicht unberührt geblieben. 2018 hat der Japan-Ableger von Coca-Cola die neue Coca-Cola Clear herausgebracht. Es ist eine farblose, kalorienfreie Sorte mit leichtem Zitronengeschmack. Vor allem, wenn ich da schon höre, kalorienfrei. Umso weniger Kalorien drin sind, umso mehr Zucker ballern sie rein. Also kalorienfrei, Bullshit, ganz ehrlich. Auf den Vorschlag der japanischen Kollegen hin entwickelte der US-amerikanische Hauptsitz von Coca-Cola ein ganzes Jahr das neue Getränk und erstellte über 50 Prototypen bis... Stellt euch mal vor, die haben ein Jahr lang gebraucht, Cola weiß zu machen. Man checkt gar nicht, wie viel Arbeit, wie viel Produktion in so einem kleinen Schritt steckt. Das ist übertrieben krass. Dass man den richtigen Geschmack erfunden hat. Man hat auf die herkömmliche Farbe der Limo verzichtet, indem man den Farbstoff Zuckercouleur, der durch Karamellisierung hergestellt wird, entfernt hat, damit das Getränk völlig transparent ist. Und zugleich hat man seinem Geschmack eine erfrischende Note verliehen. Ganz passend zum heißen Sommer. Und übrigens, zuvor hat auch Pepsi-Cola den Versuch unternommen, eine durchsichtige Limo mit dem Namen Crystal Pepsi auf den Markt zu bringen. Leider hat sich das transparente Erfrischungsgetränk auf dem Markt nicht etabliert. Das heißt, sie schmeckt sogar anders, weil auf der Flasche waren Zitronenscheiben drauf. Ey, ich bin so gespannt, wenn ich in Japan bin. Ich will die unbedingt probieren, weil da gibt's die. Gullideckel. Eine Kanalisation ist eine Anlage, deren Existenz man nicht zu beachten versucht. Und das ist verständlich. Kaum jemand denkt gerne an schmutzige, dunkle Rohre, die irgendwo da unten verlegt sind. Doch sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Infrastruktur. Ohne sie wäre eine moderne Stadt unvorstellbar. Aber die Japaner stehen auf schöne, außergewöhnliche Dinge und sind dementsprechend bemüht, absolut alles in diesem Sinne zu gestalten. Ja, das heißt übersetzt, Hauptsache es ist fucking bunt. Das ist die Hauptsache bei denen. Darunter auch die Kanalabdeckungen. Der erste Designer-Gullideckel wurde aus Anlass der Austragung der Expo 75 in der Präfektur Okinawa hergestellt. Damals hat man die Deckel anstatt mit einem geometrischen Muster mit der Darstellung kleiner Fische geschmückt. Und dann ging's los. Mittlerweile sind die Kanalabdeckungen eine Art Werbeinstrumente für die jeweiligen Regionen, auf denen lokal geprägte Motive und Themen zu sehen sind. Jeder japanische Wohnort entwickelt sein unverwechselbares Design. Inzwischen sind die Gullideckel zu einer Touristenattraktion geworden. Ja, wir wissen schon, dass es sich sehr komisch anhört, doch es gibt tatsächlich Interessenten, die quer durchs Land reisen, um ein weiteres Exemplar mit einem kunstvollen Motiv zu bestaunen. Also, ganz ehrlich, so in Deutschland würde das gar nicht funktionieren. Die Menschen hassen ja schon Graffiti an den Wänden, selbst an Orten, wo man eigentlich gar nicht vorbeiläuft. Selbst da stört es die. Solche bunten Deckel wird es in Deutschland niemals geben. Leider. Aber ich würde es echt feiern, weil die sehen schon geil aus. Vor allem, wenn es regiongebunden ist, ist auf jeden Fall eine geile Idee. Musikalische Ampeln. In einigen Ländern werden die Ampeln mit einem akustischen Signalgeber ausgestattet. Es ist für Sehschwache bestimmt und kann ganz unterschiedlich sein. Aber nur in Japan gibt es Ampeln, die singen.
Nicht wortwörtlich natürlich, sie spielen eine Melodie ab, bei der es sich um ein Volkslied aus der Edo-Zeit handelt. Zum ersten Mal wurde dieses Lied 1920 aufgenommen und anschließend als Ampelmelodie verwendet. Sie erklingt, sobald die Ampel grün oder blau wird. Diese Melodie ist wohlgemerkt nicht das einzige Besondere an den japanischen Ampeln, aber dazu später mehr. Das ist auf jeden Fall eine stylische Idee. Erinnert mich an diese alten Nokia-Handys 3310 und so, die als Klingelton auch nur dieses Gebimmel hatten oder diese Melodie von irgendwelchen Liedern. Ist auf jeden Fall eine geile Idee. Gefällt mir. Würde es in Deutschland, glaube ich, auch nicht gehen, weil sich viele Menschen wohl beschweren würden. Abschließbare Schirmständer. Stell dir mal vor, man geht zu einem Termin, man ist in Eile und plötzlich fängt es an zu regnen. Man hat zwar einen Regenschirm dabei, der einen vor dem Unwetter schützen kann, aber wohin soll man damit nachher? Es wäre doch blöd, ein Büro, ein Einkaufszentrum oder ein Theater mit einem triefenden Regenschirm in der Hand zu betreten. In Japan hat man eine geniale Lösung für dieses Problem gefunden. Im Eingangsbereich von vielen öffentlichen Gebäuden sind Regenschirmstände aufgestellt. Und es sind nicht bloß irgendwelche Behälter, wo man ein unbequemes Accessoire reintun könnte, sie sind mit Schlössern bzw. speziellen Verschlussmechanismen versehen, die die Diebe daran hindern, an den Regenschirm mitgehen zu lassen. Diese Schirmständer gibt es in vielen Varianten, aber ihr Funktionsprinzip ist immer das gleiche. Man verstaut darin seinen Regenschirm senkrecht, schließt ab und nimmt den Schlüssel mit der Nummer mit. Einerseits werden Regenschirme nicht so oft geklaut. Nice. Aber andererseits sind manche Modelle recht teuer und es damit durchaus wert, sicher deponiert zu werden. Also, ich muss ehrlich sagen, dass sowas nicht aus Deutschland kommt, wundert mich, weil hier will man ja alles abschließen, absichern und. In Japan ist es eher so, sind alle eher freundlicher und da wundert es mich, dass man sowas hat, aber klar, ist auch verständlich. Japan ist ein sehr ordentliches Land, also ist nachvollziehbar, dass sie sowas haben. Hotel mit Roboterpersonal. Ah, das habe ich auch gesehen. Das war mal bei Galileo, glaube ich. Die hatten da sogar einen Raptor sitzen. Rechts war ein Raptor, ganz links war eine Frau und in der Mitte war eine Anime-Figur, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, aber das war auf jeden Fall richtig, Mischung aus creepy und richtig geil. Würde ich auf jeden Fall in Deutschland auch feiern oder allgemein. Je mehr Technik fortschreitet, desto mehr Roboter kommen in unser Leben. In Japan steht man total darauf, vielleicht sogar zu sehr. So wurde 2015 in der japanischen Stadt Sasebo das weltweit erste Hotel eröffnet, in dem die Zugereisten von Robotern betreut werden. Darunter gibt es Reiniger, Portiers sowie Roboter, die dabei helfen, Kleidungsstücke in die Schränke zu räumen. Das Gasthaus nennt sich Komisches Hotel, Henna Hotel, und das ist ein passender Name. An der Rezeption werden die Gäste von einem Roboter empfangen, der die An- und Abmeldung der Gäste bei der An- und Abreise erledigt und mit dem man eine einfache Konversation führen kann. Ein weiblicher Android betreut japanischsprachige Gäste und für die Englischsprechenden gibt es einen Roboter Dino. Welcome. Ja. Welcome to the Hangout Hotel. Warum ausgerechnet ein Dinosaurier? Keine Ahnung, das ist Japan, entspannt euch. Statt Schlüssel kommt im Henna Hotel die Face-Unlock-Technologie zum Einsatz. Alle elektrischen Geräte sind energiesparend und auf dem Dach sind Solarbatterien installiert. Die Beleuchtung in den Zimmern wird von Bewegungsmeldern aktiviert, aber man kann auch andere Parameter einstellen und per Tablet steuern. Das Hotel ist voller Roboter. Leider hat die Geschäftsleitung ab einer bestimmten Anzahl an Robotern Schwierigkeiten bekommen. So gab es früher in jedem Hotelzimmer einen Roboterassistenten des Modells Shuri, mit dem man sich über einfache Themen unterhalten konnte und der für die Beleuchtung und Heizungsregulierung zuständig war. Einen Gast, der laut geschnarcht hat, hat Shuri eines Nachts mehrmals aufgeweckt, indem er ihn bat, seine Frage zu wiederholen. Einen anderen Gast hat der Roboter so sehr genervt, dass dieser bei der Rezeption angerufen und sich über ihn beschwert hat. Am Ende haben die Hotelbesitzer auf die Hälfte der Roboter verzichtet und damit ihr Gasthaus vor der Schließung gerettet. Das ist natürlich richtig bitter, aber die Idee dahinter ist einfach geil. Also, diese Furbies, die da im Schlafzimmer sitzen und, also im Hotelzimmer, da schläft man ja, also Schlafzimmer, whatever, die hat mich übertrieben getriggert, weil ich habe keinen Bock zu reden, wenn ich im Hotel bin. Aber eine Rezeption, so ein Dino und sowas, das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Idee. Und dass man auf Schlüssel verzichtet, weil der sich draufgestellt hat, das war, glaube ich, eine Waage, plus er scannt das Gesicht. Oder es ist, glaube ich, die Stelle, wo man stehen muss, dass das Gesicht genau gleich ist. Ich weiß nicht mehr genau. Aber die Idee dahinter ist einfach nur geil, weil welcher Mensch sieht schon gleich aus? Ja, ich weiß, alle. Ne, wie war das? Jeden Menschen gibt es insgesamt 7 Mal auf der Welt. Aber
dass die gleichzeitig im selben Hotel einchecken, ist doch schon sehr ungewöhnlich. Deswegen, ich weiß nicht, wie oft ihr ein Hotel fahrt, aber ich habe das früher öfter gemacht, wegen Reisen, Dienstreisen und sowas. Und immer den Schlüssel dabei zu haben, ist schon echt nervig. Blaue Ampeln. Einem Touristen, der zum ersten Mal in Japan zu Besuch ist, könnte der Anblick einer blau leuchtenden Ampel die Sprache verschlagen. Gerade eben leuchtete sie rot und orange und schon ist sie blau. Moment mal, was soll man tun? Stehen bleiben, laufen oder staunen? Doch eigentlich sind solche Ampeln in Japan ziemlich verbreitet. Vor einigen Jahrhunderten gab es in der japanischen Sprache Begriffe nur für vier Farben, nämlich schwarz, weiß, rot und blau. Und grün wurde mit demselben Wort wie blau bezeichnet. Aber selbst nachdem man für grün einen eigenen Namen erfunden hat, wurde er trotzdem lediglich als Abstufung von blau wahrgenommen. Und so sind in Japan die blauen Ampeln entstanden. Allerdings hat man es später versucht, diese Kuriosität zu beseitigen, um internationalen Standards zu entsprechen und keine Touristen in Staunen zu versetzen, ohne aber dabei mit der alten Tradition zu brechen, hat man einen Kompromiss gefunden. Bei den Ampeln begann man, einen Grünton zu benutzen, der maximal nah an Blau ist. Aber wenn man kein geübtes Auge hat, kommt einem dieses Grün trotzdem völlig blau vor. Finde ich auf jeden Fall viel besser, weil. Ja, grün ist keine hässliche Farbe, aber blau ist um einiges schöner als grün. Und rot-gelb-blau hat auf jeden Fall mehr Style als rot-gelb-grün. Definitiv. Also da sind die Japaner uns einen Schritt voraus. Auch wenn es daran liegt, dass sie kein Wort dafür hatten. Weil ich mir echt schwer vorstellen kann, dass man kein Wort für, also ein ganzes Land hat kein Wort für eine Farbe. Weil blau und grün hat dasselbe Wort. Serious? Krass. Grüner KitKat-Riegel. Ew. Ein Schokoriegel mit Grünteegeschmack. Klingt absurd, oder? Aber nicht für die Japaner, weil diese Süßigkeit hier bereits seit 2004 produziert wird. Es sei erwähnt, dass diese KitKat-Riegel in diesem Land sehr beliebt sind, aber nicht wegen ihres Geschmacks. Man nimmt einen Schokoriegel mit in eine Prüfung oder einen Wettbewerb. Der Grund dafür ist ein Wortspiel. Die japanische Aussprache von KitKat ähnelt nämlich sehr dem Kitokatsu, was übersetzt du wirst siegen bzw. erfolgreich sein bedeutet. Dadurch sind diese Schokoriegel in Japan zu einer Art Glücksbringer geworden. Die Japaner schenken sie ihren Freunden und Verwandten mit Glückswünschen. Kein Wunder, dass diese Süßigkeit hier in so vielen Varianten vorhanden ist. Davon gibt es etwa 18. Allerdings wäre es ziemlich schwierig, sie alle zu kosten, weil unterschiedliche Sorten in verschiedenen Regionen hergestellt werden. Man tut es für die Touristen. Die Japaner lieben es, durch ihr ganzes Land zu reisen und diverse Süßigkeiten, unter anderem KitKat-Riegel, aus anderen Präfekturen als Souvenirs mit nach Hause zu nehmen. Okay, die Message dahinter ist auf jeden Fall geil. Es klingt so ähnlich wie alles Gute oder Glückwunsch oder viel Glück. Und deswegen ist dieser Riegel so beliebt. Also das ist doch mal eine 100%ige, brillante, geile Marketingstrategie gewesen, oder? Aber grüner Tee, so KitKat, KitKat schmeckt geil, ich liebe KitKat, aber wenn es nach grünem Tee schmeckt, ich weiß nicht. Autobahn mitten im Gebäude. Ja, in Japan gibt es auch so etwas. In Osaka steht ein Gebäude, durch das eine Straße führt. Statt eine Umleitung zu bauen, beschlossen die Japaner, etwas fast Unmögliches auf die Beine zu stellen. Die Straße verläuft zwischen den Etagen 5 bis 7 durch das 16-stöckige Gebäude, das Gate Tower Building heißt. Der Aufzug fährt durch diese drei Etagen ohne Halt. Wie es dazu kam? Tja, es ist eine ziemlich komische Geschichte. 1989 wurde in Japan die Entscheidung getroffen, Straßen mit mehreren übereinanderliegenden Ebenen zu bauen, um Großstädte von Staus zu entlasten. Mit dem Bau des Bürogebäudes hat man begonnen, nachdem die Autobahn fertiggestellt wurde. Um das Gate Tower Building vor Vibrationen und Verkehrslärm zu schützen, hat man es unter Einsatz spezieller Technologien errichtet und dabei allem Anschein nach eine glänzende bautechnische Leistung hingelegt. Doch das Erstaunlichste ist, dass der Autobahnbetreiber der Mieter der 5., 6. und 7. Etage ist. Ja, ein Autobahnbetreiber, der ein Haus mietet. In Japan ist eben alles möglich. Ey, das ist einfach krass. Wenn ich das, ich vergleiche das gerne mit Deutschland und in Deutschland wird es einfach heißen, nee, die Autobahn muss abgerissen werden, woanders hingebaut werden, dann dauert es 10 Jahre und die Japaner denken sich einfach so, nö, wir machen alles in einem. Deswegen finde ich Japan so faszinierend. Die denken einfach mal ein, zwei, drei Schritte weiter, was in Deutschland, was sie nie gebacken kriegen würden. Allein für, separat gesehen, ein Gebäude
Oder eine Autobahn. Dauert alles mehrere Jahre, weil es muss geplant werden. Da müssen die ganze Papierkram gemacht werden. Und allein das dauert schon mehrere Monate manchmal, bis du einfach die Genehmigung hast, dass du was bauen darfst. Und wenn es dann gebaut hast und es nicht genauso ist, wie abgesprochen wurde, muss sogar vielleicht abgerissen werden. Also, da ist Deutschland schon echt rückständig und Japan, ey, Hut ab. Auch wenn es nur so ein kleines Stück ist, es sind 100 Meter, aber es ist trotzdem schon geil. Toilette mit Waschfunktion. In Japan gibt es viele Das ist definitiv platzsparend, aber wo ist die Seife gewesen? außergewöhnliche Dinge. Aber nichts sorgt für so viel Faszination wie die japanischen Hightech-Klos. Anfangs kostet es die Touristen einige Überwindung, sie zu benutzen. Und das ist ja verständlich. Es ist nicht so einfach, mit all diesen komischen Knöpfen, die mit japanischen Schriftzeichen versehen sind, klarzukommen. Und wenn diverse ausgeklügelte Systeme nicht vertrauenserweckend wirken, kann man ein Detail der japanischen Toilette ruhig als genial bezeichnen. Also erstmal, der Typ links ist extrem creepy. Und dann wie er auch lacht. Einfach nur creepy as fuck. Und zweitens, dass die Toilette, was man spült und das Wasser gleich losgeht, ist eine geile Idee. Gefällt mir. Viele davon haben nämlich ein kleines Waschbecken, das oberhalb des Spülkastens angebracht ist. So hat man die Möglichkeit, das Wasser, mit dem man sich die Hände wäscht, zum Auffüllen des Toilettenkastens zu verwenden. Es ist einfach und cool. Komisch, dass man in anderen Ländern diese Idee immer noch nicht umgesetzt hat. Ja, weil andere Länder oder wieder auf Deutschland bezogen einfach rückständig ist. Man kann es nicht anders sagen. Die sind rückständig. Japan ist ein Vorreiter, was Technologie angeht, definitiv. Man sollte echt ein paar Schneiden abschneiden. Aufräumen in der Schule. Wow. Ich glaube nicht, dass es das nur in Japan gibt, aber okay, ich höre mal weiter. An vielen japanischen Schulen wird den Kindern beigebracht, sich um die Sauberkeit des Ortes zu kümmern, an dem sie lernen. Und man wird bereits von klein auf dazu erzogen. Die Schüler räumen ihre Klassenzimmer und sogar das Schulgelände auf. Die meisten Ausländer wundern sich darüber und viele davon kommen sogar irrtümlich zum Schluss, ohne sich über die Hintergründe informiert zu haben, dass die japanischen Schulleiter keine Reinigungskräfte engagieren würden, weshalb die Kinder die Drecksarbeit selbst verrichten müssten. Schrecklich, arme Schüler, doch das stimmt nicht. Neben den Lehrern und Schülern gibt es an japanischen Schulen auch Hilfspersonal, zu dessen Aufgaben Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten gehören. Und diese Mitarbeiter haben strenge Anforderungen zu erfüllen. Die Kinder hingegen fangen mit den Aufräumen erst nachmittags an, wobei das Ganze nur 20 Minuten dauert, woraufhin sie in die Pause gehen dürfen. Derartige Einsätze finden viermal pro Woche statt, außer mittwochs und samstags. Okay, das ist auf jeden Fall eine richtig geile Idee. Man bringt den Kindern von Anfang an bei, halt die Scheiße ordentlich. Wenn man sich in Deutschland umguckt, wie dreckig es hier ist, das gibt es in Japan nicht. Wenn LKWs von Baustellen fahren, werden die auch abgespritzt. Also die Reifen, der Unterboden wird sauber gemacht, dass die Straßen sauber bleiben. Japan ist ein übertrieben sauberes Land und im Vergleich zu Deutschland ist es gar kein Vergleich. Also ich bleibe bei meiner Theorie, einfach ein paar Scheiben abschneiden. Man kann nur profitieren. Aber ich gebe zu, ich glaube, ich hätte auch gekotzt, hätte ich das damals machen müssen. Weil was Saubermachen angeht, bin ich echt faul. Einmal die Woche wird meine gesamte Wohnung geputzt, aber das war's auch schon. Am letzten Tag eines jeden Semesters wird ein Großputz veranstaltet. Jede Klasse ist für das Aufräumen ihres Zimmers sowie zwei weiterer Räume in der Schule zuständig, wie etwa des Sanitätsraums oder der Bibliothek. Was ist der Sinn des Ganzen? Die Kinder erkennen dadurch, dass es besser ist, keine Unordnung zu schaffen, weil sie selber nachher für Ordnung sorgen müssten. Namenlose Straßen. Menschen, die es mit japanischen Anschriften zum ersten Mal zu tun bekommen, sehen sich mit einem großen Problem konfrontiert. Es liegt daran, dass die dortigen Straßen, mit Ausnahme der wichtigsten, keine Namen tragen. Stattdessen werden Nummern von Stadtteilabschnitten verwendet. Jedem Stadtteilabschnitt wird eine eigene Nummer zugewiesen, die als Adresse dient. Die Leerräume zwischen den Häuserblocks, also die Straßen, haben keine Namen. In Japan sagt man, ich wohne in Block 2 oder ich arbeite in Block 13. Leute, die gerne Animes gucken, kennen das bestimmt, wenn irgendwelche Bereiche in Bezirke aufgeteilt sind. Ja, zum Beispiel Tokyo Ghoul, 13. Bezirk, 12. Bezirk. Das ist genau damit gemeint.
Es mag unpraktisch erscheinen, aber nachdem man sich an dieses System gewöhnt hat, ist es ganz einfach, sich in einer Stadt zu orientieren. Ist, wie ich finde, sogar einfacher, weil wenn du dran gewohnt bist, oder dran gewöhnt bist, oder dran gewöhnt, glaube ich, wenn du dran gewöhnt bist, dass du jede Straße einen Namen hat, dann bist du echt aufgeschmissen, wenn du auf einmal denkst, oh fuck, wo muss ich jetzt hin? Aber wenn du so ein Klotzsystem machst zum Beispiel, so wie es in Japan gibt, hast du es überall auf der Welt viel einfacher, dich zurechtzufinden. Nicht nur in Japan, sondern allgemein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut raus, bleibt geschmeidig und tschüss.